Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 4. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben gerade noch mitten in der Nacht, es ist 1:57 Uhr, 8:50 Uhr. Ja, und unser lieber Kyle. Oh, wir haben vergessen, am Rabatttag einzukaufen. Well. Unser lieber Kyle sitzt gerade am Küchentisch und futtert ein bisschen was. Wir haben noch Truthahnfest mal. Ja, er muss ja quasi nur noch alle 2 Nächte schlafen wegen diesem Merkmal. Deswegen ist er noch wach. Und er hat bis vor ein paar Minuten Stella trainiert und ich glaube. Oh, sag mal. Ach, das ist die Ziege. Oh mein Gott, wir haben schon echt lange nicht mehr mit dieser Ziege interagiert, ne? Ich glaube, dass wir auch gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen weiter trainieren können. Wie geht's dir denn, Stella? Stella? Ich verstehe nicht ganz, warum manchmal mir angezeigt wird, wie es den Tieren geht und manchmal nicht. Wie geht's, Rain? Okay, da wird's angezeigt. Jetzt wieder, okay. Das ist eigentlich alles ausgezeichnet, bis auf die Energie. Ja, wisst ihr was? Wir gehen nochmal zu ihr raus. Wir gehen nochmal zu ihr raus. Jamie wird eh noch eine Weile schlafen. Genau, die liegt noch im Bett. Und ich hoffe, das Baby auch. Ja, oh mein Gott. Und lang haben wir sie nicht mehr, ne? Lang haben wir sie nicht mehr. Bald ist sie ein Kind. Und dann ist sie nicht mehr ganz so niedlich, vermutlich. Aber es wird auch eine große Erleichterung sein, glaube ich. Ich freue mich da schon sehr drauf. So, sollen wir noch ein bisschen interagieren hier? Vielleicht noch ein bisschen die Beziehung verbessern, weil die haben noch gar nicht so eine gute Beziehung, die beiden leider. Und ich möchte auch gerne Stellas Charakterfähigkeit natürlich steigern. Und dann werden wir uns aber weiterhin erstmal aufs Springen konzentrieren. Oh, Kyle hat soeben mit Stella Freundschaft geschlossen. Das ist ja sehr süß. Hals massieren und umarmen. Und dann trainieren wir aber noch ein bisschen. Allzu lange wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil dann wird sie müde. Schätze ich jetzt einfach mal. Aber bis dahin können wir eigentlich noch mal hoffentlich ein bisschen hochleveln. So, ihr Lieben. Fortgeschrittene Sprünge üben. Auf welches Level arbeiten wir jetzt hin? Level 8? Ja, schon auf Level 8. Mega. Ich glaube, dass wir das heute noch schaffen können. Ich glaube, das können wir heute noch schaffen. Es geht relativ schnell hoch, ne? Aber sie ist halt auch. Jetzt muss ich. Sorry, ich muss nochmal ins Profil gehen. Weil sie intelligent ist wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Dann alles schneller, also auch sämtliche Fähigkeiten. Haben wir hier noch irgendwelche Boni? Nee. Kommt gut alleine zurecht und braucht weniger Aufmerksamkeit. Okay, ja, das ist ja auch relativ positiv. Nein, 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 nein. Ah, Energie niedrig. Okay, dann haben wir es wieder. Schade. Ich dachte, wir schaffen jetzt vielleicht tatsächlich noch das Level 8, aber leider nicht. Was ist das hier? Fellbürsten. Ach, schaut mal, wie süß die beiden sind. Das ist ja so cute. Was macht ihr jetzt? Fellbürsten, genau. Wie sieht denn die Hygiene aus? Ja, die ist nur gut. Dann können wir vielleicht auch noch ihre Hufe auskratzen gleich. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, sehr gut. Und dabei steigt auch die Charakterfähigkeit. Pferdepflege, Hufe säubern. Genau. Ich gucke mal kurz zu Jamie. Die schläft noch. Und. Oh, wartet mal. Hey, wer ist denn da aufgewacht? Oh, die sieht schon wieder ein bisschen grumpy aus. Wie geht's ihr denn? Oh, sie hat großen Hunger. Okay. Dann gehen wir mal zu der kleinen Maus und geben ihr was zu essen. Und sobald die Hufe. Warum war das jetzt eine negative Interaktion? Ich weiß es nicht. Naja, wir gehen mal das Kind füttern, ne? Wir wollen ja nicht, dass die kleine Maus verhungert. Die ist so. Warte mal. Will sie jetzt Pizza? Ich will Pizza, Papa. Bitte gib mir Pizza. Gott, ist dieses. Wir gucken mal ganz kurz in den Kalender. Ich glaube aber, der Geburtstag ist morgen, ne? Nein, der Geburtstag ist schon heute. Ich dachte irgendwie Mittwoch. Aber morgen ist Winterfest. Oh mein Gott, das bedeutet, wir können morgen mit Ashley zusammen quasi das Winterfest dann feiern. Oh, habe ich die ganzen Sachen noch im Inventar? Wo hatten wir denn den Baum stehen beim letzten Mal? Wir können ihn ja hier hinstellen, theoretisch, weil diese Wickelstation brauchen wir dann ja nicht mehr, ne? So, jetzt wird erstmal wütend gefrühstückt. Hey, war's das schon? Nee, ich dachte, ihre Schüssel wäre jetzt schon leer. Aber das ging trotzdem sehr schnell. Oh, wir können ihr auch Getränke geben? Apfelsaft, Milch oder Wasser? Oh Gott, ist das süß. Heb sie mal raus. Wollen wir irgendwas üben? Ashley, musst du zufällig gerade pinkeln? Ein bisschen. Dann setzen wir die doch mal nochmal ganz kurz hier drauf. Jamie ist noch nicht wach, oder? Nee. Die lasse ich mal schön schlafen.
Ich verstehe nicht, warum er die immer da zuerst hinsetzt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Kriegen wir einen neuen Punkt? Fiebenieser, Farbenieser. Bitte, bitte, bitte kriegen wir diesen Punkt. Ich will den haben. Komm schon. Ashley hat das Töpfchentraining abgeschlossen. Sie wird immer versuchen, das Töpfchen zu benutzen, statt in die Windel zu machen. Oh, wie cool. Sieht man das irgendwie? Wird das hier irgendwie. Ah ja. Da ist dann so ein Stern. Cool, aber das ist die einzige Fähigkeit. Das ist die einzige Kleinkindfähigkeit, die wir abgeschlossen haben, glaube ich. Was ist denn das hier? Tanzen lernen? Aber stehen kann sie schon, ne? Oh mein Gott, das wäre ja so süß. Oh. Genau, mach erstmal ordentlich ins Töpfchen. Oh, dann können wir sie umarmen. Und dann können wir noch vielleicht was üben. Erziehung. Ja, beibringen bitte Danke zu sagen. Was gab es denn noch? Wartet mal, nee, das war bei Aktivitäten. Kinderbuch lesen, Flashkarten. Skimbo, young Objekte beibringen. lady. Ja. Oh Gott, ist das niedlich. Lieber, Ich hoffe, die machen das jetzt. Machen sie das? Ich glaube. Ja, perfekt. Ich glaube, das klappt. Gott, das ist so süß. Habe ich Jamie gehört? Ja, guten Morgen. Schön, dass du auch wach bist. Hol dir doch mal Frühstück. Ich hoffe, wir haben noch Frühstück. Eiweiß und Toast, genau. Oh, und sie braucht ein bisschen Spaß. Was machen wir denn, damit du Spaß hast, meine Liebe? Macht ihr Pferdetraining Spaß? Wie geht's denn Stella? Stella geht's eigentlich ganz gut. Sie könnte aber was zu essen gebrauchen. Ah, nein. Ich trage ihr das lieber noch nicht auf, sonst nimmt sie ihr Essen wieder mit auf die Koppel und das möchte ich gerne vermeiden. So, wie läuft's hier? Boah, ich glaube, da kriegen wir auch gleich noch einen Punkt. Hey, wisst ihr, was wir auch machen könnten? Wir könnten einen Geburtstagskuchen für sie backen. Wer kann denn besser, wer kann besser kochen von den beiden? Feinschmecker kochen 1, kochen 6. Oh, er hat schon ein ziemlich hohes Level. Der hat ein sehr, sehr hohes Level. Dann lassen wir doch einfach pa. Was passiert hier? Man weiß es nicht. Ach, sie ist fertig mit Essen. Ich hab ihr ja noch nichts aufgetragen, ne? Dann lassen wir doch Papa einfach einen Geburtstagskuchen backen, würde ich sagen. Ja, und wir gehen raus zu Stella. Beziehungsweise wir könnten eigentlich kurz mal hier den Hühnerstall säubern. Ich glaube, das ist eine gute. Oh, ein Mega-Vital. Ich kann nicht reden. Ein Mega-Vital-Dünger. Was macht sie denn jetzt? Hä, was geht sie denn jetzt wegwerfen? Ist da eine leere Weinflasche? Haben wir die nicht ausgetrunken? Doch, die haben wir ausgetrunken. Okay, aber wir haben sie nicht weggeräumt. Ich dachte irgendwie, die verschwinden von selber, wenn man die. Das ist nicht dein Ernst. Hallo, bitte wirf nicht einfach den Müll auf den Boden, Jamie. Ja, ich weiß, dass morgen Winterfest ist. Dankeschön. Ich werde dran denken, vielleicht, möglicherweise. Jamie, jetzt wirf das doch bitte weg. Kann sie das nicht nach oben transportieren? Ja, dann lass den Müll liegen, ganz ehrlich. So wichtig ist es mir dann doch nicht. So, komm mal nach draußen. Kyle, du bist noch besch. Oh, der ist gar nicht mehr beschäftigt. Braucht die Kleine was? Nein. Ah, wobei, wir könnten die nochmal hinlegen. Bring die mal ins Bett. Die soll noch ein bisschen pennen, die ist ein bisschen müde. Du fragst dich. Oh nee, was ist das jetzt schon wieder? Welche Karriere ist es? Diesmal der Geheimagent. Ah, Danke, aber ich bin nicht interessiert. Ich bin nicht interessiert. Ach, guck mal, die beschnuppern sich. Das ist so süß. Wir interagieren mal ein kleines bisschen. Über den Ursprung des Universums diskutieren. Hallo, Cookie. Die wird auch einfach nicht mehr älter, ne? Weiß jetzt nicht genau, warum, aber ist okay für mich. Ist in Ordnung für mich. So, umarmen und dann aufsteigen. Genau, mach das mal und ich gehe nochmal hier rüber und beaufsichtige das hier. Machen mal vielleicht das Töpfchen sauber und dann machen wir einen Geburtstagskuchen. War das bei. Was ist das? Du könntest als Tanzgruppenleiter Rang 4 beginnen. Nein, ich denke nicht. Ich möchte das nicht. Dankeschön. Ach so, nee. Ist das gar nicht bei Backen? Nee, das ist bei Kochen, ne? Die Geburtstagskuchen. Kochen. So. Süßspeisen? Schokotorte? Ja, oh mein Gott. Weiße Torte, Matcha-Teekuchen, Winterkuchen.
Kokosnusskuchen, Blaubeerkuchen, Himbeerkuchen, Erdbeerkuchen. Sollen wir einen Erdbeerkuchen backen? Wir backen einen Erdbeerkuchen, Leute. Geil. Okay, viel Spaß. Ich hoffe, du zündest nichts an. Okay, und ihr beide, ich hoffe. Oh. Das Sprunghindernis ist kaputt. Ich hoffe, dass ihr das jetzt Spaß macht, das Training. Intensiv trainieren. Ach, bitte, bitte sagt, dass es ihr. Es macht ihr keinen Spaß. Verdammt. Okay, dann trainieren wir trainieren jetzt mal, bis sie den nächsten Punkt hat und dann könnten wir einen Ausritt machen, weil ich glaube, ein Ausritt macht auf jeden Fall Spaß. So, wo kommst du denn her? Warst du schon wieder draußen an der Mülltonne? Okay. Ich weiß nicht, warum die so obsessed damit sind, ständig Sachen in die Mülltonne zu werfen. Ich bin das jedenfalls nicht, das kann ich euch aber versichern. Ich hasse es, den Müll runterzubringen. Gott sei Dank macht das meistens mein Freund. Okay, wir haben es fast geschafft. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Level 8. Gut, perfekt. Dann schicke ich die beiden jetzt auf einen. Ach, oder sollen wir einen Wettbewerb machen? Können wir einen neuen Wettbewerb machen? Stella? Springreiten? Champion? Nee. Da brauchen wir Level 9. Aber okay. Okay. Dann mach doch bitte einen kleinen Ausritt. Ja, guck mal, wie der Spaß jetzt nach oben geht. Sehr gut. Können wir gleich noch die Ausdauerfähigkeit trainieren? Nein, jetzt habe ich vergessen. Oh, ich habe verpasst, wie er den Kuchen gebacken hat. Oh, okay. Geburtstagskerzen hinzufügen. Oh mein Gott, schaut mal, was das für ein wunderschöner Kuchen ist. Den muss ich ganz kurz festhalten. Oh Mann, seit einem der letzten Updates funktioniert mein Reshade nicht mehr und ich müsste das mal neu installieren, aber I can't be bothered. Ich habe einfach keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen gerade. Deswegen ist jetzt einfach gerade ein bisschen ohne Reshade. Aber ich finde es ein bisschen schade, noch not gonna lie. Sag mal, wer ist denn da schon wieder nicht im Bett? Wer ist denn da schon wieder nicht im Bett? Oh mein Gott, sie redet mit dem Einhorn. Sie redet mit dem Einhorn. Haben wir eigentlich die Sprechenfähigkeit abgeschlossen mittlerweile? Was ist das hier? Tobsuchtsanfall? Ich weiß es gar nicht. Haben wir eine Meldung bekommen? Oh, Stella hat Level 6 der Ausdauerfähigkeit erreicht. Das ist super. Ich glaube nicht. Nee, da ist nichts von der Sprechenfähigkeit. Okay. Aber Mausi, du bist total müde. Was mache ich denn mit dir? Ich will sie jetzt aber nicht unterbrechen, weil das ist super niedlich. Ich lasse sie mal machen. Ich lasse sie einfach mal machen. Was macht er jetzt? Nickerchen machen. Ach so, ja, weißt du was? Ein Nickerchen kannst du eigentlich machen. Aber nur ein kleines, ne? Nur ein kleines Nickerchen. So, hier läuft es auch gut. Oh, wir galoppieren durch den Schnee. Ich muss das kurz. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach so, da ist ein Berg. Okay. Ich dachte gerade, was ist mit meiner Kamera? Hallo, ich möchte gerne näher hin. Entschuldigung? Ja. Das sieht so schön aus, wie die hier durch den Schnee galoppieren. Das ist so toll. Guckt euch das mal an. Also optisch ist es schon echt ein tolles Pack. Ich finde, es gibt einige Dinge, die verbesserungswürdig wären. Zum Beispiel die Wettbewerbe, die sind bei Sims 3 viel cooler. Und auch das Züchten, weil seit ich weiß, dass halt, wenn man, Kruzifix nehme ich halt mit, seit ich weiß, dass wenn man quasi zwei Pferde, also mit zwei Pferden züchtet, dass das Fohlen dann halt quasi genauso aussieht wie die Eltern. Habe ich gar keinen Bock mehr darauf, ein Fohlen zu bekommen. Ehrlich gesagt, ich finde das so schade. Aber naja. Soll ich die jetzt noch weiter trainieren lassen oder gehen wir wieder nach Hause? Ist die Frage. Ich gehe mal zu Kai. Ah, der macht eh noch sein Nickerchen, ne? Der macht eh noch sein Nickerchen. Ja, nee, ich glaube, wir brechen jetzt mal auf. Hierhin galoppieren. Ja, perfekt, okay. Oh, sie muss sowieso sehr dringend auf die Toilette. Und ich möchte nicht allzu lange warten mit dem Geburtstagskuchen, ne? Nicht, dass der schlecht wird oder so. Das wäre richtig bitter. Was macht ihr denn? Ach so. Oh, sie geht mit den Büchern spielen. Sehr rabiat, aber okay. Immerhin setzt sie sich mit Büchern auseinander, ne? Das ist ja auch schon mal gut. Und sie denkt an Ballontiere. Oh mein Gott, das ist so süß.
Ja, ist eine eigenwillige Methode, aber. Oh mein Gott, sie tanzt! Ist das diese Tanzfähigkeit, von der wir hier gerade irgendwo gelesen hatten? Sollen wir ihr vielleicht ein bisschen Musik bieten? Wartet mal. Oh mein Gott, das wär ja so übel süß, ne? Wir gehen mal hier zu Elektronik. Was stelle ich dir denn jetzt in dein Zimmer, kleine Maus? Was stelle ich dir jetzt in dein Zimmer? Altmodischer Musikspieler, Grammophon. Ein Ball-Lautsprecher. Ja, komm, wisst ihr was? Dann stelle ich hier noch kurz einen kleinen Beistelltisch auf. Was passt denn hier rein? Was passt hier rein? Sowas hier? Das ist doch eine niedliche Kommode, oder? Nein, kann ich den da nicht draufstellen? Warum kann ich den da nicht draufstellen? Das ist ja voll kacke. Ich finde die Kommode aber total schön. Okay. Dann kommen die Kommode halt weg, ne? Was haben wir noch im Angebot? Das sind alles irgendwie jetzt nicht so die richtigen Beistelltische, oder? Ja, ist egal. Was ist damit? Da kann ich den draufpacken. Der steht da aber ein bisschen blöd. Wir stellen den ein bisschen so hin. So bin ich zufrieden. Okay. So, kann ich den? Sie kann den nicht selber bedienen, ne? Aber Papa kann das einschalten. Haben wir Kindermusik? Kinderkanal. Genau. Okay, wartet mal ganz kurz. Ist Mama schon wieder zu Hause? Nee. Oh, das sieht so schön aus. Mama ist noch nicht zu Hause. Dann können wir ja getrost weiter Ashley beobachten, weil das ist so süß. Das ist so süß. Aber ich hoffe ja, dass sie jetzt dann anfängt zu tanzen. Warte mal, man kann ihr auch tanzen beibringen? Man kann ihr tanzen beibringen? Wie? Kann ich das bei Kyle auch auswählen? Wartet mal, Aktivitäten. Okay, was ist, wenn ich Kyle sage, er soll hier reinkommen? Komm mal hier rüber, Kyle. Ich will das unbedingt sehen, wie die tanzen lernt. Ach, guck mal, und sie kriegt aber auch gleich hier einen neuen Sprechenpunkt. Was macht sie jetzt? Level 2 der Denkfähigkeit. Okay, pass auf. Warte, was machen die denn jetzt? Kyle zuhören? Ach, er zeigt ihr jetzt Bedürfnisse, Flashkarten. Nee, danke. Tanzen beibringen, bitte, Kyle. Bitte, ich will dich doch tanzen sehen. Ich will dich tanzen sehen, das ist so cute. Der Schlafanzug ist auch so süß, ich pack da. Was machst du denn schon wieder hier? NAP-Inspektorin, okay. Jamie ist schon da. Okay, wunderbar. Und die geht jetzt auf die Toilette. Alles klar? Das finde ich gut. Oh mein Gott, das ist so süß. Schaut mal, wie sie zusammen abdancen. Ich liebe alles daran. Das ist so cute. Das ist so knuffig. Ich liebe tanzende Kleinkinder. Das ist eines der süßesten Dinge, die man sehen kann, finde ich. Wer ist die denn? Ach, das ist die Ranch-Hilfe. Okay. Hey, ich habe die gar nicht erkannt in ihrem Outfit. Gott, ist das süß. Tolle Musik. Kyle scheint dieses Lied zu mögen. Soll er zugeben, dass er den Kinderkanal mag? Ja, super. Ach, apropos Kyle. Wir müssen noch mit Jamie über die Beziehungsängste reden. Sollen wir hier noch ein bisschen abwarten? Weil die kriegt jetzt gleich auch noch einen neuen Punkt, ne? Level 5 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Ashley hat ihre verbalen Fähigkeiten vollständig entwickelt. Sie kann jetzt eine Geschichte erzählen, eine alberne Geschichte erzählen oder über Dinosaurier reden. Das ist cool. Okay, wir warten jetzt noch kurz ab, bis sie hier diesen Punkt auch bekommt. Nein, wo ist die Anzeige hin? Hat sie das jetzt gekriegt? Level 3 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Ashley kann jetzt schneller gehen und zur Musik tanzen. Okay, wartet mal. Das würde ich mir ganz kurz nochmal hier anschauen. Genau, das ist einfach hier dann, oder? Ja. Okay, die ist super müde, Leute. Ich glaube, es wird Zeit. Ich glaube, es wird Zeit. Jamie, zieh dich mal um. Zieh dich erstmal um. Outfits. Outfit ändern. Hier. Nein, wollen wir uns ein Kleid anziehen? Wir ziehen uns ein Kleid an. Outfit ändern. Das da.
So, und jetzt. Kerzen auspusten. Kann ich dann bestimmen, wer die auspustet? Bitten beim Kerzenauspusten zu helfen, Jamie Jones. Oh mein. Was passiert denn jetzt? Versuchen aufs Töpfchen zu gehen? Nee, nee, sie wird jetzt schon älter. Oh mein Gott. Warte. Ich muss mal ein letztes Bild machen von den beiden. Das ist so süß. Ich weiß, es wird eine riesige Erleichterung, wenn sie endlich zum Kind wird jetzt. Und ich freue mich schon, sie umzustylen. Aber sie ist schon auch sehr süß, ne? Sie ist. Es gab auch gute Hello, Zeiten. Yumi. Oh mein Gott. Ganz kurz. Wie guckt ihr beide denn? Oh mein Gott. Okay. Ah, Wände weg. Okay. Ich glaube, das ist der erste Geburtstag, den ich erlebe, wo ein Kleinkind zu einem Kind wird. Oh, Ashley ist älter geworden. Bestreben und Merkmal wählen, um Charakter, um Merkmal zu ersetzen, Charmeurin. Okay, was haben wir denn hier noch für Infos? Ashley hat mit ihren Kleinkindfähigkeiten ein Bonusmerkmal verdient. Die Bonusmerkmale von Ashley findest du in der Simulogie. Okay. Kindheit. Unendliche Kreativität, Regelverstöße und Wutanfälle warten, möge das Spiel beginnen. Oh Gott. Wähle ein Bestreben, wähle ein Merkmal. Was gibt's denn für Bestreben? Oh, was ist das? 1000 Sasser? Spielführerin, kreatives Genie, Geist und Körper, Pyjama-Party-Löffel. Okay. Was haben wir hier? Kreatives Wunderkind, Senkrechtstarterin. Was ist denn. Was hat sie denn für Merkmale? Hat sie noch gar keine richtigen Merkmale? Kleiner Frechdachs. Dieser Sim möchte verspielt und flink sein. Das klingt doch süß. Wisst ihr was? Das mache ich. Okay. So, und jetzt hier noch. Boah, Merkmal. Wahrscheinlich irgendwas, was passt, oder? Oder hier selbstsicher? Das ist doch nicht schlecht. Was haben wir noch? Pferdeliebhaberin. Wisst ihr was? Wir machen sie zur Pferdeliebhaberin. Sie wohnt auf einer Ranch. Mein Gott, okay. Ja, du musst auf jeden Fall umgestylt werden. Level 2 der Sozialfähigkeit erreicht. Level 2 der Kreativitätsfähigkeit erreicht. Jamie, bleib mal hier. Was ist mit dem Kuchen? Ein Stück nehmen. Ein Stück. Ah, Moment. Ein Stück nehmen. Ein Stück nehmen. Ihr dürft euch jetzt alle Kuchen nehmen. Sag mal, wer hat denn da sein Frühstück schon wieder nicht aufgegessen? Hä? Oh, jetzt hat sie schon. Jetzt ist sie schon fertig. Oh, und sie beschäftigt sich mit Ruby. Das ist so süß. Okay, wisst ihr was, Leute? Sollen wir sie gleich umstylen? Nee, ich schicke sie jetzt erstmal auf die Toilette, glaube ich. Geh mal auf die Toilette, kleine Maus. Ach, sie hatte ihren Kuchen noch gar nicht aufgegessen, oder? Upsi. Okay. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so feierlich, wie ich gedacht hatte, aber ist in Ordnung. Stella geht's auch gut. Dann steigen wir auf und dann wird gleich noch ein bisschen weiter trainiert. Der Spaß ist schon wieder ein bisschen weit unten. Aber ja, ist in Ordnung. Oh nein, warte, Jamie. Du musst dich umziehen. Du musst dich jetzt doch noch wieder umziehen. Ich dachte, sie macht das vielleicht von selber. Aber nein, natürlich nicht. Zieh dir bitte was an. Es liegt Schnee. Morgen ist es Weihnachten einfach. Also, ne? Bisschen Eigenverantwortung kann man doch wohl erwarten. Okay. So, intensiv trainieren. Dankeschön. Aber Level 8 haben wir ja jetzt schon, ne? Ja. Wunderbar. Okay, was macht Kyle? Ach lol, Kyle ist hier oben auf dem Laufband. Okay. Und die kleine Maus? Oh, die hat sich hier zusammengerollt. Ist das süß. Sollen wir sie umstylen, Leute? Sollen wir sie umstylen? Wir stylen sie um. Warum hat sie denn so einen dunklen Ansatz? Das sieht sau weird aus. Ja, okay. Sie kriegt jetzt sowieso auf jeden Fall erstmal eine andere Frisur, würde ich sagen, oder? Was haben wir denn für Kinderfrisuren eigentlich? Oh, hier die Zöpfe sind doch süß. Was haben wir noch? Was hast du denn im Ohr? Ist das ein Hörgerät? Das ist ja interessant, okay. Voll cool. So, zurück zu den Frisuren. Oh mein Gott. Das ist auch süß. Ah!
Ist das cute alles? Oh, ich lieb's. Ich lieb's. Richtig putzige Sachen. Das finde ich auch eine gute Frisur. Gottes. Also, das Umstylen macht schon immer großen Spaß, ehrlich gesagt, in Sims 4. Man hat so unfassbar viele Möglichkeiten. Das ist auch süß. Oh, wartet mal, hat sie da so eine kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen? Oh, das ist ja cute. Was haben wir noch? Oh, das ist auch schön. Aber ist mir ein bisschen zu. Bisschen zu schön, glaube ich. Nicht so alltagsgeeignet. Okay, dann haben wir hier noch so. Oh, die sind eigentlich süß, oder? Die Zöpfe. Ich glaube, die Zöpfe mache ich. Dann sagen wir hier mal. Ist das jetzt für alle? Ich mache mal hier überall den Haken rein. Just in case, ne? Okay. So, dann gehen wir mal weiter zum Outfit. Ich glaube, ich mache jetzt mal auf jeden Fall den Schlafanzug und das Alltagsoutfit. Und dann bei Bedarf noch andere Outfits. Aber jetzt fürs Erste reicht das, glaube ich, aus. Oh, süß. Ah, okay, der sieht ja cool aus. Hier haben wir so einen kleinen Onesie. Oh mein Gott! Oh, der Kühlschrankhase! Ich will den Kühlschrankhasen. Das ist ja cool. Oh mein Gott, es gibt sogar ein Schweinchen. Ja, wollen wir den. Wir machen den Kühlschrankhasen, Leute. Wir machen den Kühlschrankhasen. Dann vielleicht noch Socken dazu. Wo sind sie denn? Hier, Socken. Ja, die pa Farbe passt nicht so ganz. Oder hier so richtig abgefahrene Socken. Okay. Das machen wir. Okay, dann gucken wir mal zur. Das ist ihre Alltagskleidung. Okay, das machen wir mal vielleicht nicht. Was haben wir denn hier bei den Kombinationen? Ach, da sind schon niedliche Sachen dabei, ne? Da ist es. Oh mein Gott, was ist das denn? Warum? Wer braucht denn sowas? Warum hat er eine riesige Avocado? Was ist das für ein komischer Obstbär? Hä? Ich bin so verwirrt. Oh, guck mal, das ist ein tolles Outfit, oder? Was gibt. Oh, das ist ja schön. Also, die Kindersachen sind echt schön. Ich habe noch nie in diese Kategorie geguckt. Noch nie einfach. Und Sims 4 gibt es jetzt seit 10 Jahren. Oh mein Gott, ich glaube, das sagt alles darüber aus, was man wissen muss, wie sehr Sims 4 mich immer gecatcht hat. Dass ich noch nie in diese Kategorie geguckt habe. Das ist echt. Ach, das ist ja süß. Aber ich. Oh, das mit der Biene. Was haben wir hier noch? Das ist ja schön. Das Erdbeerkleid. Oh, mit Eule. Das macht mich fertig. Hä, die Outfits sind super süß. Die sind echt super süß. Aber ich glaube, ich habe mein Herz schon an dieses erste Outfit verloren, das hier. Ich meine, es ist eh gerade Winter, ne? Deswegen von den Farben finde ich das eigentlich, was sie gerade anhat, auch ganz gut. Sollen wir das einfach lassen? Wobei Gelb finde ich auch süß. Bisschen Pastell. Rot ist auch schön. Das ist natürlich auch toll. Lila. Aber ich glaube, mir gefällt das fast am besten. Oder ist das dann besser als Outdoor-Kleidung? Das ist auch cute. Das hier ist sehr weihnachtlich. Wäre natürlich auch was, ne? Okay. Boah, mir fällt es gerade sehr schwer, mich zu entscheiden. Oh, das ist auch toll mit dem rosa Schal. Wisst ihr was? Wir machen das. Dann vielleicht noch Stiefel dazu. Oh, süß. Süß, süß, süß. Schwarze Stiefel? Hellere Stiefel? Oh, das ist cute. Okay. Ich habe mich entschieden. Ich weiß nicht, ob das so gut geeignet ist jetzt als Alltagsoutfit, ehrlich gesagt. Aber ich fand es so niedlich. Okay, warum auch immer wir jetzt wieder bei Jamie gelandet sind, das ist immer ein bisschen komisch. Warum trainiert ihr denn jetzt nicht mehr? Es lief doch alles so gut bisher. Muss das denn jetzt sein? Guck mal, du hast sie nicht mal abgesattelt. Du hast sie nicht mal abgesattelt. Bitte. Genau, setz dich wieder rauf. Wunderbar. Und dann wird jetzt bitte noch ein bisschen trainiert.
Wir wollen unserem Lebenswunsch ja auch mal näher kommen, ne? Okay. Oh nee, jetzt habe ich noch vergessen, ein Bild von ihr zu machen. Wartet mal, das hole ich kurz nach. So, mein kleines Fotoshooting ist jetzt abgeschlossen. Die kleine Maus schläft allerdings immer noch gerade hier. Und ich glaube, ich lasse sie einfach noch ein bisschen pennen. Aber wie niedlich ist das bitte mit den Socken? Und das war eine sehr gute Idee. Die Frage ist, die kann jetzt in dem Bett nicht mehr pennen, oder? Kann nur von kleinen Kindern verwendet werden. Das heißt, ich werde ihr noch ein Bett auf jeden Fall dahinstellen müssen. Okay, ja, sollen wir ihr gleich eins kaufen? Weil dann kann ich es nicht mehr vergessen. Kinderzimmer, Bett. Was haben wir denn da? Ich wünschte, ich könnte den Katalog größer machen, ey, aber das geht nicht, ne? Ich glaube, das geht nicht. Was haben wir denn für Betten im Angebot? Achso, das sind Kleinkinderbetten jetzt noch. Ach, guck mal, das ist doch hübsch. Cormac-Einzelbett aus Kiefernholz. Das finde ich voll schön. Stellen wir uns das hier rein? Wie stellen wir uns das denn hin? Ich stelle das jetzt mal so hin. Ich mag das immer nicht, wenn die dann so in dem Vorhang verschwinden. Das sieht halt doof aus, ne? Aber eigentlich ist Quatsch. Eigentlich sind das bescheuerte Bedenken. Okay, dann hat sie jetzt auf jeden Fall schon mal ein Bett. Bett zuweisen. Ashley. Genau. Ach, oh nein. Jetzt habe ich sie aufgeweckt. Und guck mal, sie will reiten gehen. Oh mein Gott. Kinder können schon reiten? Das war mir gar nicht klar. Das war mir nicht klar. Last Exception erfasst. Oh, okay. Wartet mal. Ich weiß nicht genau warum, aber wir speichern mal ganz kurz. Nicht, dass hier noch irgendwas schief geht, ne? Nicht, dass hier noch irgendwas schief geht. Was haben wir denn eigentlich hier jetzt für ein Bestreben? Auf einem Spielturm spielen, wenn verspielt und Level 2 der Motorikfähigkeit erreichen. Das heißt, wir müssen einen Spielturm anschaffen, oder? Oder auf den Spielplatz gehen. Und sie ist aktuell Dreier-Grundschülerin. Notenziele in einer Fähigkeit Level 2 erreichen. Das ist ja interessant. Und Hausaufgaben. Okay. Warte mal, warte mal. Was macht sie denn jetzt, Jamie? Nein, Jamie, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Das ist nicht dein Ernst. Steig jetzt sofort wieder auf. Sprunghindernis. Ah, nein. Ist da jetzt schon wieder irgendwas, was nicht funktioniert? Kacke. Okay. Komm schon, bitte. Bitte. Goddamn. Was ist, wenn ich Kyle das machen lasse? Kann ich das Kyle machen lassen? Ich hole Jamie dann einfach wieder raus. Nee, das geht auch nicht. Okay, Leute, wisst ihr was? Dann lade ich mal ganz kurz neu, weil ich würde gerne schon noch ein bisschen trainieren. So, dann probieren wir das jetzt nochmal. Warte, was? Die beste Void-Kreatur? Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welche Void. Du warst noch gar nicht in der Schule, lüg mich nicht an. Welche Void-Kreatur mächtiger ist? Ich habe gesagt, es wäre das Arktikhorn, aber der andere behauptete, es wäre Swintor? Wer ist denn nun am mächtigsten? Wir sagen, beide sind gleichmächtig, beeinflusst Konfliktlösung. Danke für den Rat. Der Rat von Jamie hat die Charakterwerte von Ashley beeinflusst. Konfliktlösung steigt, emotionale Kontrolle sinkt. Oh. Ach, guck mal, das hat jetzt endlich funktioniert. Ja, wisst ihr was? Dann soll Kyle die halt jetzt noch ein bisschen trainieren, wenn er gerade hier sitzt. Ne? Er ist jetzt halt im Unterhemd im Schnee, was ein bisschen blöd ist. Aber gut. Wird sich schon melden, wenn ihm zu kalt ist. Was macht Jamie? Ich weiß es nicht genau. Und die Kleine geht pennen. Ah, oh, guckt mal. Oh mein Gott, schaut mal, das ist ihr Outdoor-Outfit. Was für eine süße Mütze. Ich glaube, es hakt. Wow, und morgen geht sie dann zum ersten Mal in die Schule, oder? Ja, morgen ist Mittwoch. Da ist Schule, schätze ich mal. Was macht Jamie Maus? Tanzen. Ja, weißt du was? Die hat eh so wenig Spaß. Ich glaube, es ist wahrscheinlich tatsächlich gerade besser, dass sie nicht das Pferd trainiert, sondern Kyle, weil ihr Spaßbedürfnis ist ein bisschen im Keller. Aber hier wird noch trainiert, oder? Hier wird noch trainiert. Gut. Wo ist denn seine Reitfähigkeit mittlerweile? Ach, er muss pinkeln, verdammt. Level 4. Ja, immerhin. Immerhin. Ja, gut. Er muss aber noch nicht so dringend pinkeln, deswegen die können schon noch ein bisschen trainieren. Was macht Jamie denn jetzt? Okay, die war kurz bei Rain und jetzt rennt sie wieder rein. Das macht wahnsinnig viel Sinn. Weißt du was? Wie wäre es, wenn du einfach ein bisschen fernsiehst, ha? Ich weiß nicht, warum sie jetzt sich jetzt gerade nicht mehr einfach um ihren Spaß kümmert. Was gucken wir denn? Ponyhof Kinderkanal? Oh, Wild West Kanal.
Oh mein Gott. Ableben durch Erfrieren. Kai braucht warme Kleidung, bevor die Kälte ihn umbringt. Ja, steig mal bitte ab, mein Guter. Wie wär's mit einem Bad? Was hältst du davon? Baden. Geh doch mal baden, Kai. Tut mir leid, ich wusste, dass du nicht warm genug angezogen bist und ich habe dich trotzdem trainieren lassen. Ach, schaut mal, aber er ist gar nicht mehr blau. Ja, aber dann machen wir halt für heute Schluss, oder? Jamie, du könntest noch was essen. Du bist ja voll hungrig. Reste nehmen, Truthahnfest mal. Kyle hatte ein Heureka-Erlebnis. Ein Genie zu sein hat eine seiner bevorzugten Fähigkeiten erhöht. Ja, das freut mich. Genau, dann soll Kylie. Das hat sich hartnäckig gehalten, dass ich die ganze Zeit denke, sie heißt Kylie, ne? Nein, die Dusche ist kaputt. Kyle, kannst du die bitte noch reparieren, bevor du schlafen gehst? Dankeschön. Das ist natürlich Kacke. Hey, kleine Maus. Oh, wir müssen noch den Kuchen weglegen. Oh je, oh je. Und dann. Oh, jetzt ist es schon voll spät. Kleine Mausi, bitte geh mal ins Bett. Dankeschön. Genau. Wir legen den Kuchen weg. Dann gehen wir kurz. Nee, nicht baden, sondern duschen. Und dann kann sie auch pennen gehen. Und Kai kümmert sich gerade noch um die Dusche. Aber der ist auch fast fertig. Wunderbar. Das ist doch toll. Ja, dann haben wir auf jeden Fall jetzt wieder einen sehr erfolgreichen Tag hinter uns gebracht. Jamie kommt auch ins Bett. Die Kleine schläft auch. Ja, toll. Super, dann würde ich jetzt an dieser Stelle auch für heute Schluss machen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch sehr gerne ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald in einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss.